Ja, grüß dich, liebe Zuseher. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wie Sie sehen, gibt es heute wieder mal was Süßes da in meiner Fernsehküche. Heute zeige ich Ihnen, wie man eine Hexentorte macht. Es hört sich ein bisschen spektakulär an, aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Und schauen wir, ob es was wird. Ich habe ein bisschen vorbereitet heute schon. Ich habe Biskuitböden schon gebacken. Das Besondere an der Hexentorte ist, dass man dann hellen und einen dunklen Biskuitboden braucht. Und ich habe jeweils von 4 Eier ein Biskuit gebacken. Ich habe das dann in meine Ringe eingestrichen und gebacken. Circa 35 bis 40 Minuten bei 180 Grad. Und habe es auch schon ausgekühlt. Das habe ich schon vorbereitet. Dann habe ich mir da einen Pudding gemacht. Da kommt nämlich so eine Nuss-Schoko-Creme rein. Und jetzt mache ich die Creme. Klassische Puddingcreme, wie man es früher öfters gehabt hat. Ich habe da jetzt 250 Gramm Butter da herinnen. Das ist schon ein wenig weicher. Das ist mir lieber, die habe ich schon vom Kühlschrank draußen. 120 Gramm Stabzucker und löffelweise werde ich den Pudding jetzt einrühren, diese Pudding-Buttercreme. Ganz gut, dass es schön hell wird. Und dann kommt löffelweise der Pudding dazu. Ja, das ist jetzt schon ganz schön Puddingcreme. Und da habe ich noch 150 Gramm Nuss-Nougat. Ich habe das ein bisschen geschmolzen in ein Wasserbad reingestellt, damit es ein bisschen aufgelöst ist, und dann rühre ich da jetzt noch langsam ein in diese Puddingmasse. Ich tue das gleich mal ein bisschen dazu. Kriegt man gleich ein bisschen. Ja, so ist meine Creme jetzt fertig und kann gleich weiterarbeiten. Ich habe da den Ring eh schon ein bisschen gelöst. Die habe ich schon zweimal durchgeschnitten jetzt, die Torten, und das mache ich da bei der dunklen auch genauso. Am besten mit einem langen Messer, kann man da schön schneiden. Und jetzt brauche ich es eigentlich nur mehr zusammenbasteln. Nehmen wir da eine Platte her und legen wir mal den hellen Boden, glaube ich, den da mal da den unteren. Das ein bisschen herhält. Und ich werde jetzt wieder den Ring umstellen, weil ich mir viel leichter tue, wenn da round ist, dann kann ich besser die Creme einstreichen. Und ich brauche das jetzt nur mal abwechselnd zusammensetzen. Also da habe ich jetzt den hellen Boden drunter, das muss ich mir heute halt bemerken, was ich da drunter habe, weil wenn ich die Creme drauf streiche, sehe ich es dann nicht mehr. Und streiche da jetzt einmal eine Lage Creme ein. So eine Schicht, sagt man eigentlich. Ganz dünn. Es muss nicht dick sein. Dann kommt der dunkle Boden, nehmen wir den gleich her. Wieder ein bisschen Creme. Und das ist halt einmal was anderes als zu den klassischen Oberscremen, dass ich da halt einmal eine Puddingcreme reingebe. So, jetzt kommt wieder heller. Ein bisschen Creme. Schau, dass ich rauskomme. So, und dann gebe ich den hellen da noch drauf. Und warum das Hexentorte heißt, das kommt jetzt nämlich zum Einsatz. Ich brauche jetzt einen Dessertteller, lege das da drauf und schneide jetzt einen Kegel aus diesem Kuchen. Einfach so schräg ansetzen und zerschneide mal den Kuchen wieder, diese Torte. Und jetzt schaue ich, versuche, dass ich den Kegel außer tue. Das wird ein wenig ein Gatsch. Aber es ist wieder eine Hexentorte. Und jetzt kommt der Kegel verkehrt wieder rein.
Zeitdrucker. Und dann kommt da noch ein bisschen Creme drauf. So. Und zum Schluss kommt der Döcki wieder drüber. Den nehme ich auch jetzt verkehrt. Genau, das ist die. Und das ist die Seite. Und keiner weiß, was da versteckt ist da drinnen. Und das ist dann der Clou, wenn man es dann aufschneidet, wenn man da innen dann so ein schönes Muster. So, jetzt streiche ich da noch ein bisschen Creme drüber. Ja, und jetzt kommt meine Torte eine Zerling tiefkühl rein. Und dann werde ich es noch verzieren. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf-Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maxi-Fleisch, das heißt Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in Ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist echt stark. Trachtenwichtelstube. Modeherbst in der Trachtenwichtelstube. Die neuesten Volks- und Oktoberfest-Trends auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet. Vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachtenwichtelstube im Ed bei Lambach. Haberfellner ist Mehl und gleichzeitig ein Synonym für Qualität. Immer am Puls der Zeit für höchste Kundenzufriedenheit. Haberfellner. Reinstes Mehl für feinste Backwaren. Ja, meine Torte ist jetzt gut durchgekühlt. Und jetzt brauche ich es eigentlich nur mal ein wenig verzieren, weil man isst ja mit dem Auge mit. Daher werde ich da jetzt noch ein wenig Oberst drüber streichen und ein bisschen Früchte habe ich mir hergekriegt. Ich habe da ganz eine dünne Schicht geschlagenes Oberst drüber, weil ich das immer schöner finde, wenn das da schön weiß ist an der Oberfläche. Ich löse die jetzt aus und gebe den Ring einmal runter. Dann werde ich den Rand auch noch ein bisschen einstreichen. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen ein Schlag was in meinen Spritzer reingeben und mache noch ein paar Tupferl rum. Genau, man kann natürlich da dann auch noch Tupferl rum spritzen. Das schaut auch meistens nett aus. Und jetzt habe ich da noch ein paar Früchte da, passend jetzt auch für den Herbst oder was sollte Gusto haben oder was gern zum Essen wollen. Ich habe da so frische Feigen und werde dann ein bisschen Früchte drauflegen. So, dann habe ich noch ein paar Himbeeren, ein paar Brombeeren noch. Da kann man dann sie ein bisschen spülen. Ganz gleich, wo es heute gerade ankommen. Aha, Servus und Friede. Hallo, grüß dich, Hans. Ein kulinarisches Servus an Sie zu Hause. Du, ich denke mir, heute machen wir was Alkoholfreies da. Ja, an. Super. Ja, der Kaffee ist immer gut. Ich bin auch ein Kaffeetrinker. Ja. Aber irgendwann ist das Kaffee konsumieren zu Ende. Ja. Und vielleicht, wenn man eine Kinderparty macht oder die Enkelkinder, dann genau. Ist es ganz lustig, wenn man ein alkoholfreies macht. Da habe ich also mitgenommen. Typisch für mich aus dem Weingarten. Fruchtnektar vom Weingarten Pfirsich. Pfirsich. Und ein Traubensaft. Nektar und Saft. Was ist da für ein Unterschied? Das ist, danke für den Hinweis. Nektar ist immer der Fruchtanteil, mindestens 50%. Kann ein bisschen Wasseranteil dabei sein, Zucker oder ein bisschen Zitronensäure. Mhm. Traubensaft ist 100% Rennersaft. Ohne Zucker.
aus, der wird auspresst, wird pasteurisiert und es hat keine Zutat dabei. Das ist naturpur. Mhm. Und sehr viele Winzer machen einen sehr guten Traubensaft, gibt es auch im Maximarkt zum Beispiel. Und ich gehe jetzt einfach her und mache das Folgendes, immer das, was am leichtesten ist, zuerst rein. Ja? Ich gebe ein bisschen Wasser dazu, ungefähr ein Drittel, nicht einmal. Und dann haben wir einfach ein bisschen Eiswürfel dazu, damit das Ganze frisch ist. Zuerst den Nektar, weil der mischt sich, der Traubensaft ist schwerer, das mischt sich am besten durch. So, jetzt kommt der Farb dazu, Traubensaft, und dann mischen wir ein bisschen auffrischen, dann haben wir es noch. Wieder einen ganz leichten Schuss Zitronensaft. Wieder mal eine Limonade, die man selber machen kann. Ja, wie gesagt, genau. Ich bin da mehr für Natur pur. Mhm. Wir haben eh so viel künstliches Zeugs überall drin. Das schaut eh fast wie Kaffee aus. Schaut fast wie Kaffee aus, gell? Genau, ja, das ist die Farbmischung. Ja. Der rote Traubensaft und der Pfirsich, genau. Der Pfirsich. Ja, also, man kann auch so anrosten, gell? Ja, genau. Gut, ja. Erfrischend, gut zur Torte. Und wunderbar. Ich muss jetzt noch ein Stück ausschneiden aus meiner Hexennut, dass wir schauen, wie es innen ausschaut. Jetzt zerstören wir wieder das Kunstwerk. Naja, sie macht es wie ein Chirurg. Ja. Muss ganz spannend. Aha, okay. Ah, jetzt, das ist dieser Kegel. Der Kegel. Ja, ich glaube, dass gelungen ist. Sie ist so geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, man sieht es ja, aber ich habe keine Vorstellung. Ja, also, das ist eben das Spannendste, was dann nicht immer wieder. Eine verhexte Hexendorte. Ja, genau. Ja, liebe Zuseher, das Rezept finden Sie wie immer auf unserer Homepage tv1.at. Ich wünsche Ihnen ein recht gutes Gelingen beim Nachmachen. Sie werden sicher Freude haben und Ihre Gäste genauso. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Wiedersehen.